Herzlich willkommen im Neandertal-Museum zu einem kleinen 360-Grad-Rundgang durch unsere Ausstellung. Kommt mal mit mir mit. Das Neandertal-Museum befindet sich mitten im Neandertal und ist schon deutlich älter als dieses Gebäude, in dem wir uns heute befinden. Dieses Gebäude wurde 1996 eröffnet. Das Neandertal ist benannt nach diesem Herrn hier, Joachim Neander, Theologe, der in Düsseldorf gelebt hat. Der ist seinerzeit immer wieder in dieses Tal gekommen, weil er Gottes Schöpfung so nah wie möglich sein wollte. Er wollte sich in seiner ursprünglichen Umgebung hier Inspiration holen. Das Neandertal, das verändert sein Aussehen Mitte des 19. Jahrhunderts extrem. Die riesigen Kalksteinklippen, die die Düssel eingefasst haben, zum Teil an die 60 Meter hoch, wurden weggesprengt. Im Jahr 1856 erhielten zwei italienische Bergarbeiter den Auftrag, in die sogenannte kleine Feldhofer Grotte einzusteigen und den Lehm aus dieser Grotte herauszuschaufeln. Dabei fanden die beiden Knochen. Die Knochen wurden nicht beachtet, sind achtlos ins Tal geschmissen worden und wurden von dem Besitzer des Steinbruchs durch Zufall entdeckt. Der dachte, das sind die Knochen von einem Höhlenbären gewesen und hat sie einsammeln lassen, um sie einem befreundeten Biologielehrer, Johann Karl Fulrot, zu geben. Der hat sich diese Knochen angeschaut und hat festgestellt, es sind gar nicht die Knochen von einem Höhlenbären gewesen, sondern die Knochen einer komplett neuen Menschenart, dem Neandertal. Eine Rekonstruktion dieser Knochen liegt in einer Vitrine, die wir uns jetzt mal anschauen.